Danke. Hallo. Einige von Ihnen werden sich jetzt mit Sicherheit wundern, was macht denn dieser junge Typ hier vorne auf dieser großen Bühne? Und dazu kann ich Ihnen nur eins sagen, ich bin genauso überrascht wie Sie, dass wir innerhalb von 2 Ausgaben so schnell hierher kommen konnten. Vor ziemlich genau einem Jahr stand ich mit meinem Kollegen Hartmut Friedrich mitten in der Arbeit an der 2. Ausgabe von Quer, dem Magazin der Abstraktion, als wir von der Konferenz hier Wind bekommen haben und uns als junge Herausgeber und Macher eines Magazins gesagt haben, eigentlich müssten wir spontan hier runterfahren und das Ganze natürlich mitbegleiten und dem Ganzen beiwohnen. Das ist dann leider aus zeitlichen und aus monetären Gründen gescheitert. Wir haben uns aber gesagt, wir kommen auf jeden Fall im Jahr 2016 hier runter. Und überraschenderweise kam dann einige Wochen später von Horst Moser die Anfrage, wollt ihr nicht das Magazin nächstes Jahr hier vorstellen? Das war, wie gesagt, sehr überraschend für uns und ist für uns nach wie vor eine große Ehre. Und an dieser Stelle möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bedanken, wirklich auf dieser Bühne hier stehen zu dürfen und das Magazin heute vorzustellen, was ich heute auch machen werde. Ich fange an, über das Konzept und die Idee hinter dem Magazin zu reden, auf unsere inhaltlichen und gestalterischen Prinzipien einzugehen und letztendlich auf einen unserer größten Leitsätze, dem Thema Beständigkeit, und abschließend dann noch einmal einen Ausblick in die Zukunft zu geben und auch, wo wir jetzt gerade stehen. Doch bevor es dazu kommt, erst einmal eine Frage an Sie gerichtet. Wer von Ihnen kennt folgende Situation? Ein guter Freund von Ihnen erzählt Ihnen von einem Buch über Chaostheorie, Fraktale, Quantenmechanik oder eine Dokumentation, in der die politischen Machenschaften und Verstrickungen einzelner Länder gezeigt werden, die fast schon einer Verschwörung gleichen. Und er fragt Sie daraufhin nach Ihrer Meinung. Und Sie, die oder der das Buch natürlich noch nicht gelesen hat, müssen leider ganz offen zugeben, ich habe leider keinen blassen Schimmer. Das verpacken Sie allerdings viel charmanter und sagen, diese ganze Materie ist mir einfach zu abstrakt. Was Sie aber allerdings nicht meinen, ist das simple, minimalistische Malevich-Style abstrakt, sondern was Sie meinen, ist das komplexe und verworrene Abstrakte, in dem es sehr schwer herauszufinden ist, wo ist der Anfang, wo ist das Ende. Es ist einfach zu komplex, um als Laie dahinter zu steigen. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass der Begriff abstrakt, so klein wie er ist und so oft wie wir ihn brauchen, in unterschiedlichsten Situationen auch eine ganz unterschiedliche Bedeutung hat. Und es demnach auch ziemlich schwer ist, eine Definition für diesen kleinen Begriff zu finden, da er eben in allen unterschiedlichen Bereichen, egal ob es künstlerischer Natur ist, ob es naturwissenschaftliche Bereiche oder philosophische Bereiche sind, er hat in allen Gebieten eine unterschiedliche Bedeutung und ist demnach sehr schwer zu definieren, wenn nicht sogar unmöglich, eine feste Definition für diesen Begriff zu finden. Wir, die Querköpfe, stellen uns aber dieser Herausforderung und versuchen, eine Art Definition zu finden, indem wir unterschiedlichste Bereiche gegenüberstellen, und zwar deren Ergebnisse und auch deren Methoden. Für uns ist dabei wichtig, die Prozesse sichtbar zu machen, die vor allem in Bereichen wie der bildenden Kunst, dem Design, aber auch allen performativen Künsten, Tanz, Literatur, Musik, eben auch Naturwissenschaften und Philosophie, diese ganzen Bereiche stellen wir gegenüber und schaffen Querverbindungen, um diesen Begriff von möglichst allen Seiten zu erkunden und zu verstehen. Das Ganze hat natürlich demzufolge wir schaffen damit natürlich einen großen Pool an Inspirationsmöglichkeiten, da ich sozusagen als Gestalter oder als Maler mir natürlich auch anschauen kann, wie arbeitet beispielsweise ein Tänzer oder was sind die Methoden und Prozesse von Musikern. Gibt es da vielleicht Schnittstellen? Gibt es Parallelen, die ich vielleicht auch auf meine Arbeitsweise anwenden kann und somit etwas Neues kreieren kann? Also im Endeffekt ist das große Thema Kreativität und neue Möglichkeiten zu arbeiten. Den Ganzen geben wir dabei einen Rahmen von 10 Ausgaben, in der sich jede einzelne Ausgabe auch noch einmal zusätzlich mit der Ausgabennummer beschäftigt. Ganz konkret hieß das für die erste Ausgabe, den Punkt als erste Form zu untersuchen, aber auch alle anhängenden Themen, die im Bereich der 1 stehen, wie zum Beispiel das Unikat, das Individuum, der Ursprung,
die kleinste Einheit und so weiter. In der zweiten Ausgabe haben wir die Linie als Verbindung von zwei Punkten untersucht, aber auch hier wieder natürlich alle angrenzenden Themen und Bereiche wie Dualismen, Kontraste, Hybride, Symmetrien, die Grenze sowohl im politischen Sinne als auch in der künstlerischen Dimension. Das Ganze staffelt sich logischerweise immer so weiter, dass wir jetzt bei der dritten Ausgabe angelangt das Dreieck untersuchen werden, in der vierten dann das Rechteck und so weiter, bis wir in der letzten Ausgabe 0 angekommen sind, in der sich der Kreis schließt und wir diesen als ideale Form auch noch einmal untersuchen wollen und die Reihe sozusagen komplett ist. Das ganze Projekt fing vor circa 2 Jahren innerhalb eines Semesterprojekts an der FH Potsdam an. Wir beide studierten Kommunikationsdesign zusammen und wollten schon eh und je irgendendlich mal was zusammen machen. Wir waren sehr gut befreundet und haben uns entschieden, okay, wir machen ein Magazin. Die ganze Idee ist dann fast schon klischeehaft nachts in der Falafelbude entstanden. Da wurde dann auch der Name geboren, quer eben wegen dieser ganzen Querverbindungen, die wir schaffen wollten. Wir haben noch in der gleichen Nacht eigentlich so ziemlich alle Prinzipien, die uns wichtig sind, ob das inhaltlich ist, ob das gestalterisch ist, eigentlich ziemlich auf den Punkt gebracht und relativ schnell festgestellt, das ist ein ziemlich interessantes Thema, das könnte wirklich jemanden interessieren, lass uns davon einfach eine kleine Auflage drucken. Und so haben wir uns jetzt daran gemacht, die nächsten Wochen und Monate als kleine Studenten mit nur einem Knopf in der Tasche, Finanzierungsmöglichkeiten zu finden, eine kleine Auflage davon zu drucken. Wir haben uns ein kleines Netzwerk aufgebaut an Interessenten und bis auf einige wenige Beispiele der anfänglichen Skepsis, wir hatten ja noch kein Referenzobjekt vorzuweisen, gab es eigentlich sehr, sehr viel Zuspruch auf dieses Konzept hin. Und das war für uns auf jeden Fall Motivation genug, das Ding wirklich durchzuziehen und wurde dann am Ende wirklich fertiggestellt und im Do You Read Me in Berlin das erste Mal vorgestellt. Die Nachfrage war ziemlich groß und überraschend und das hat uns auf jeden Fall das Signal gesetzt, das Ganze hat wirklich Relevanz, wir machen das weiter. Glücklicherweise hat sich daraufhin eine mittlerweile für uns sehr gute, befreundete Agentur bereit erklärt, ihre Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, um die zweite Ausgabe zu konzipieren und auch die Produktion vorzufinanzieren. So sind wir dann bei der zweiten Ausgabe gelandet und auch hier wussten wir wieder, okay, jetzt sind wir, die Experimentierphase ist abgeschlossen, jetzt wird es ernst. Wir haben demnach eine Auflage von 1000 Stück erst einmal gedruckt, um die deutschlandweit vertrieben über den Bahnhofsbuchhandel, aber auch darüber hinaus bis in die Schweiz und nach Österreich, auch noch in kleinen verschiedenen Stores, die sich eben mit speziellen Magazinen auseinandersetzen. Insgesamt ist das Ganze in einer Größenordnung um eine Stufe nach oben gerutscht. Wir haben unsere Redaktion versucht aufzubauen an freundlichen Unterstützern, die uns in allerlei Hinsicht helfen, ob das Lektorat oder Übersetzung, alles was an so einem Magazin hängt, beinhaltet. Und genau, dafür ist auch dieser Barcode, den man hier natürlich sehen kann, ziemlich sinnbildlich. Natürlich vor allem in Bezug auf die Linie, dem Thema, was wir hier untersucht haben, aber natürlich auch in der Größenordnung, dass wir gesagt haben, gut, wir vertreiben das Ganze jetzt wirklich in größeren Maßstab und offiziell. Die zweite Ausgabe wurde dann lustigerweise hier in München auf der Stroke Art Fair vorgestellt, zu der wir gleichzeitig auch als Künstler eingewiesen sind. Eine für uns ziemlich große Plattform gewesen, woraufhin die Süddeutsche Zeitung Wind von uns bekommen hat und ein paar sehr freundliche Worte über uns verloren hat. Und dann wurde das irgendwie zu einem Selbstläufer und wir wurden in der Novum vorgestellt, Design Made in Germany und The Slanted. Wir haben die ein oder andere Auszeichnung beim ADC oder beim Designpreis Brandenburg erhalten und auch hier war es wieder gut. Okay, wir machen wirklich etwas, was tatsächlich Relevanz hat und machen das Ganze natürlich auch weiter. Inhaltlich kann man so viel sagen, dass wir uns mit der Ausgabennummer natürlich einen ganz wichtigen und großen Filter gesetzt haben. Wir haben von vornherein gesagt, okay, wir wollen auf keinen Fall, dass es beliebig wirkt, welche Inhalte wir aussuchen. Und sozusagen durch das Thema, was der jeweiligen Ziffer angebunden ist, haben wir natürlich schon einen Filter, um aus dieser scheinbar unerschöpflichen Menge an abstrakten, wirklich interessanten, tollen Arbeiten schöpfen und filtern zu können. Wir haben dabei verschiedene Kategorien festgelegt, die wir allerdings nicht benannt haben, sondern
hier unser abstraktes Beiwerk sozusagen dazugegeben haben, indem wir diese ganzen Kategorien mit kleinen Icons versehen haben und eben nicht wörtlich benannt, da man sich vor allem im künstlerischen Bereich, wenn man künstlerische Beiträge versucht, in eine Kategorie zu pressen, sehr schnell in gefährliches Gebiet bewegt. Und dem Ganzen sind wir sozusagen schon einen Schritt vorausgegangen. Und mit etwas Logik und Fantasie kann man diese kleinen Icons natürlich auch entschlüsseln. Es gibt aber auch noch zwei weitere Kategorien, die wörtlich benannt sind. Einmal kreuz und quer, das ist eine unkommentierte Bildstrecke im Innenteil des Magazins, die sich ganz im Speziellen mit Arbeiten aus unterschiedlichsten Bereichen auseinandersetzt, die auf der visuellen Ebene auch ohne Erklärung wunderbar funktionieren und untereinander natürlich auch einen interessanten Dialog ergeben. Dann für uns die größte Spielwiese in der Mitte, die Quersumme. Das ist nochmal für uns sowohl als Gestalter, aber gleichzeitig auch als Redakteure die wirklich größte Spielfläche, da wir hier versuchen, leichte, kleine, verdauliche Fakten ganz konkret an der Ziffer visuell darzustellen. Wir sind natürlich Gestalter, aber natürlich jetzt auch schlagartig in die Rolle der Redakteure gerutscht. Und hier haben wir sozusagen die Möglichkeit, uns wirklich auszutoben und dem Ganzen natürlich auch noch etwas Leichtigkeit zu geben. Das Magazin an sich, Abstraktion, ist ein sehr verkopftes Thema. Wir versuchen aber dem Ganzen natürlich noch eine leichte, angenehme Komponente mit beizusteuern, eben durch diese kleinen Wortspiele oder halt durch diese Quersumme, wo wir zum Beispiel jetzt in diesem Fall die Entwicklung des Ziffernzeichens der 2, wie es über die Jahrhunderte sich aufgerichtet hat, oder die Zahl 2 in unterschiedlichen Kulturkreisen. Hier auch nochmal in Verbindung mit der Linie, die 16 Millionen Möglichkeiten, die es gibt, sich die Schnürsenkel zu binden, ist natürlich in Verbindung mit der Linie wunderbar zu visualisieren. Oder der ewig vergessene zweite Platz und so weiter. Also random Facts aus allerlei Bereichen, die teils amüsant, teils sehr informativ sind. Ein großer, wichtiger Punkt für uns in dem Inhalt ist natürlich auch etwas Beständiges schaffen zu wollen. Für uns sind Dinge wie Aktualität und Prominenz weniger wichtig. Wir können also auch zeitlose Themen vorstellen, die vielleicht 10 oder 20 Jahre alt sind, arbeiten von einiger Zeit voraus, die aber, wie gesagt, in Verbindung mit der jeweiligen Nummer tatsächlich eine ganz gute Relevanz oder eine große Relevanz spielen und wir sozusagen ein zeitloses Magazin schaffen, was eben nicht an gerade aktuelle Ereignisse gebunden ist. Auf der ganzen gestalterischen Ebene kann man sagen, dass, obwohl wir uns mit einem Magazin, das diesen Begriff Abstraktion gewidmet ist, kreieren, haben wir von vornherein gesagt, okay, wir wollen auf jeden Fall vermeiden, völlig komplex und abstrakt durchzudrehen, sondern eher ein ruhiges, klares Design zu machen und uns auf der Detailebene auszutoben. Was man also über das ganze Magazin hinweg entdecken kann, sind ein Haufen kleiner Details, die sich auch erst nach dem zweiten oder dritten Mal blättern dem Leser wirklich zeigen, um hier natürlich einen Schritt zurückzugehen. Und so haben wir beispielsweise für jede Ausgabe ein neues Beschriftungs- und Fußnotensystem entwickelt, immer entsprechend der jeweiligen Form. In der ersten Ausgabe haben wir uns dabei ganz konkret an der Blindenschrift orientiert und daraufhin ein Zeichensystem natürlich entwickelt. In der zweiten Ausgabe die fortlaufende Linie, jetzt in der dritten Ausgabe natürlich basierend auf dem Dreieck und so weiter. Genau, diese kleinen ganzen typografischen Schmankerl sind halt über das ganze Magazin erstreckt und sozusagen unser Touch im abstrakten Sinne, wo wir sagen, das ist unser Beiwerk. Ohne in Konkurrenz zu treten mit den vorgestellten künstlerischen Arbeiten, die sollen natürlich ihren nötigen Raum bekommen, ihre Luft zum Atmen, die wichtig ist, damit diese Werke auch im Einzelnen wirken können. Und deswegen ist das ganze Layout an sich eigentlich ziemlich klar, ziemlich aufgeräumt. Und ja, letztendlich auf ein großes Ziel hin, was wir als uns das Wichtigste erachten mit diesem Magazin, Beständigkeit und Zeitlosigkeit, eben diese abgeschlossene Reihe zu entwickeln, in der wir letztendlich eine Art Hybrid schaffen. Dass das Magazin eben nicht nur ein reines Magazin ist, sondern es ist letztendlich eine Mischung aus Nachschlagewerk, Enzyklopädie und Magazin. Wir haben uns aber trotzdem sehr bewusst für das Medium-Magazin entschieden, weil es einfach für uns den größtmöglichen Gestaltungsspielraum lässt und wir
natürlich dem Ganzen auch noch eine lockere, leichte Komponente mit auflegen können. Wir versuchen in der ganzen Gestaltung sowohl vom optischen als auch vom inhaltlichen her sehr nah an das Buch heranzukommen. Das merkt man auch an der Wertigkeit des Drucks, dem Papier, wie umfangreich das Magazin ist. Und genau, es hat sozusagen für uns diese geschlossene Reihe hat zum einen die Bedeutung, dass wir natürlich von vornherein wissen, es gibt ein klar definiertes Ziel, auf das wir hinarbeiten. Wir werden also nicht aufhören, weil wir irgendwann mal keine Lust daran haben oder das Ganze sich finanziell überhaupt nicht mehr tragen lässt, sondern wir haben von vornherein gesagt, okay, es gibt ein Ende, wir arbeiten darauf hin. Und das ist für uns natürlich in dem Sinne auch viel einfacher zu planen, dass man sagen kann, oh, das passt vielleicht eher in die 7. Ausgabe und das passt jetzt in die 4. Ausgabe. So kann man natürlich viel allumfassender ein Gesamtwerk erarbeiten. Für den Leser hat es nochmal eine ganz andere Bedeutung, weil das Magazin dadurch zum Sammlerobjekt wird. Sehr viele Interessenten und Leser, die jetzt die 2. Ausgabe entdeckt haben, weil sie auch über die Grenzen Berlins hinaus verkauft wurde, waren auf einmal ganz wuschig und neugierig, wo ist die 1., wo kriege ich die her? Die war mittlerweile leider vergriffen, die 1. Ausgabe. Wir hatten aber unter all den Interessenten tatsächlich auch einen sehr, sehr hartnäckigen und sehr freundlichen Fan, möchte ich mal sagen, der selber Kunstsammler ist und mit Hilfe seiner Firma uns den Nachdruck der 1. Ausgabe finanzieren konnte, sodass diese jetzt auch wieder erhältlich ist. Und richtig. Wie gesagt, diese abgeschlossene Reihe ist natürlich auch insofern ein Statement in der ganzen modernen Schnelllebigkeit, in der wir uns gerade befinden. Zu dem ganzen Thema Digitalität setzen wir natürlich mit einem Printprodukt irgendwo auch eine Antwort darauf und versuchen das Ganze etwas zu entschleunigen. Und natürlich, wie gesagt, auch innerhalb der Magazinlandschaft unseren kleinen Beitrag dazu zu geben, indem wir sagen, eigentlich ist das Magazin ein ziemlich flüchtiges Medium. Das Magazin ist eine Zeitschrift, also es ist sozusagen an das Thema Zeit ziemlich stark gekoppelt. Wir versuchen uns aber den Ganzen zu entheben und wirklich etwas zu schaffen, was vielleicht auch sogar in 10 oder 20 Jahren immer noch aktuell sein kann. Das ist natürlich unser Ziel. Das Ganze spiegelt sich auch in der Erscheinungsweise wider. Wir sind im Moment immer noch zu zweit aufgestellt, immer noch ohne Budget, ohne Verlag und versuchen es also wirklich aus dem Nichts da etwas aus dem Boden zu stampfen. Und deswegen schaffen wir im Moment leider nur eine Ausgabe pro Jahr, da das Ganze natürlich auch finanziert werden muss. Da komme ich auf ein anderes Thema zu sprechen. Momentan sitzen wir an einer Crowdfunding-Kampagne, um das erste Mal eine Ausgabe wirklich stabil so zu finanzieren, dass wir auch alle beteiligten Autoren, Helfer und vielleicht am Ende sogar uns selber das erste Mal dafür auszahlen können. Wir freuen uns natürlich über jede Unterstützung. Mitte März ist eine Ausstellung das erste Mal geplant. Das ist uns auch noch ein sehr wichtiges Anliegen, dass eben dieses Thema Abstraktion, so umfangreich und groß wie es ist, eben nicht nur innerhalb dieses kleinen Rahmens gepresst wird, sondern dass es diesen Rahmen natürlich auch verlassen kann und wir jetzt in der Ausstellung sowohl Positionen aus den beiden vorangegangenen Ausgaben als auch aus der nächsten gegenüberstellen und somit auch in den Raum reintreten und erfahrbar machen. Die 3. Ausgabe wird im Frühjahr diesen Jahres erscheinen und wir arbeiten mit Hochdruck daran. Für die fernere Zukunft haben wir natürlich auch große Pläne. Das liegt vor allem daran, dass wir merken, dass die Künstler, die wir vorstellen, das gesamte Netzwerk, was wir uns mittlerweile aufgebaut haben, wirklich in alle Richtungen erstreckt und es viele Interessenten, die natürlich auch gibt, die die deutsche Sprache nicht verstehen und nicht lesen können. Und wir wollen diesen Leuten natürlich in Zukunft das auch möglich machen, die Inhalte eben in Englisch oder in einer anderen Sprache erfahrbar zu machen. Und ein für mich ganz besonderes Anliegen wäre auch noch einmal, was ich gerade schon erwähnt habe, dass eben dieser Rahmen des Magazins wirklich gesprengt wird und wir neben den Ausstellungen zu den jeweiligen Ausgaben eventuell sogar auch eine Art Konferenz einberufen könnten, um eben Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen der Philosophie, der Kunst, Naturwissenschaften wirklich zusammenzubringen und gemeinsam über dieses wirklich meiner Ansicht nach unergründete kleine Wörtchen abstrakt diese Leute eben zusammenzubringen und da vielleicht wirklich eine Definition gemeinsam finden zu können. Die Zukunft hält also noch sehr viele interessante Fragen für uns offen und wir sind natürlich auch bereit, Ihre Fragen zu beantworten. Vielen Dank.